Gamer Kommutschne NSJO. Hallo, moinsen, moinsen. Das war gerade koreanisch und hieß Moinsen, liebe Zocker-Community. Ja, wunderschön, ne? Ja, koreanisch hört sich schon cool an. Nur schwer, das mal zu lesen, ne? So, was machen wir denn jetzt hier mal Schönes? Ich kann auch mal so einfach mal ein bisschen koreanisch sprechen. Konnichiwa, seho, xinche, chwa, choi, akaita, hui, choi, na, koi, no, marina, arena, hui, yo, do, no, nexu, wase, na, nein, nexu, wase, game, hui, cha, jing, cha, play, han, jing, cha, jing, che, chu. Nein, ich kann kein Koreanisch, aber ich finde, das hört sich verdammt geil an. So, und jetzt zocken wir mal eine Runde Nexus Wars. Yeeha, yeeha. Na, wen haben wir denn hier? Den Avan, ne, und Killersponge und der Bauartist. Bauartist. Nicht Terrorist, der Bauartist ist am Start. Und Wotan, Krieger und Skyward. Und Dr. Love, Dr. Love. Ich bin es, Dr. Love. Hallo, hallo meine Freunde. Hier ist mal wieder Dr. Love für euch am Radio. Ihr könnt mir euch gerne alle Fragen stellen. Ich bin es nämlich, der Dr. Love. Ich weiß alles über die Liebe. Die liebe Bienchen und Blümchen und... Naja, jetzt reicht's aber auch langsam. Genug abgespastet und jetzt wird eine Runde gedaddelt, ne? Nexus Wars, created by Daria. Dida Daria. Ja, die Daria. Ja, wer ist denn da? Die Daria ist da. So, das sage ich ganz schön oft, dieses so. Aber irgendwie ist das so ein Lückenfüller, dieses so. So, hallo, erstmal. Oh, das war mein Handy. Bye, bye, iPhone 5. Da habe ich wieder Schleichwerbung. Aus der Hosentasche gerutscht. Das ist aber auch ein Drecksteil. Hab schon wieder Staub hinter der Linse. Jetzt ist auf jedem Foto immer so komische lilane Fussel sind da drauf. Tja, ist auch nicht mehr das, was es mal war, dieses iPhone, ne? Warum heißt es überhaupt noch iPhone? Könnte auch Kastenphone heißen, ne? Also mit dem Ei hat das hier nun wirklich gar nichts mehr zu tun. Ja, was ist denn hier los jetzt? Nexus, hm? Hallo? Ist das hier abgestürzt oder vielleicht doch nicht abgestürzt? Irgendwie lädt das hier gerade nicht mehr. Tja. Hallo? Das ist ja was. Och, aber es ist doch schön, da kann ich nochmal einen Schluck hier von meinem super toppen Getränk nehmen. Ich habe mir nämlich heute mal so Bacardi Rest gekauft. Ja. Das ist so Bacardi mit Himbeer-Flavor. Habe jetzt mir dazu Sprite gegönnt, einen Tucken Rest unten reingemacht, dann ein paar Himbeeren und dann das Ganze mit Sprite aufgefüllt. Ja, und mal probieren, wie schmeckt es? Akkurat! Sehr gut, sehr gut. Ja, da bewegt sich gar nichts. Ich bin mal gespannt, wer hier gleich alles am Anfang rausfliegen wird. Weil an meinem Rechner liegt es, glaube ich, nicht. Hat sich mein Rechner schon mal aufgehängt? Selten, sehr selten. Sehr, sehr selten. Ja. Da bleibt ja noch mal Zeit für noch ein Schlückchen. Das hat mich gerade sehr gut gemundet. Oh, eine ganze Himbeere runtergeschluckt. Die war noch gefroren. Das kratzt im Hals. Gibt's ja. Ich hab gesehen hier. Ist ein Ducken weitergegangen. Oh, da bewegt sich was. Langsam, aber sicher. Ja, mal gucken, wer alles rausfliegt jetzt direkt. Och. Wotan. Was ist hier mit Wotan los? So, gut. Ja, wird gemacht. Was machen wir denn mal? Oh, Avan, hä? Avan, was ist denn bei dir los? Och, Wotan. Jetzt geht der Wotan auch noch raus. Ja, dann können wir jetzt ja zocken, ihr Wurstköppe.
Also nicht ihr, sondern hier die Typen hier, die rausgegangen sind. Was soll denn das? Ich join noch nicht ein Game, warte noch und geh dann raus. Also das geht ja gar nicht. Was ist hier jetzt hier? Ja, cool. Arwan gegen Wotan. Ne, Wotan ist ja auch raus. Spiel ich jetzt gegen einen Typen hier? Ne, also das ist mir zu blöd. Da verlasse ich doch einfach auch mal das Spiel. Oh, dann schließe ich mich allen mal an und verlasse das Spiel. So. Und raus. So, dann starten wir das Ganze einfach nochmal neu, ne? Was soll der Geiz? Zack. Und nochmal Nexus Wars. Rejoin. Tja. Jetzt will hier wieder keiner, oder was? Hä? Keiner Bock aufzocken, oder was? Kein Bock? Egal, gucken wir hier mal so ein bisschen rum. Zwei Spieler, drei Spieler in der Lobby. Hey, schön. Vier Spieler in der Lobby. Oh, schnell wieder zurück zur Lobby. Fünf Spieler. Dösi ist auch dabei. Gelo, der braucht keinen Gleit-Gelo. Und Erenox. Erenox, aha. Aha. Gut, gut. Oder soll es vielleicht wollte er sich auch Gelo nennen, so. Gelo. Ja, Mai, Gelo, natürlich. Ja, Gelo machen wir das. Ja, Gelo. Wir wollen wir heute Abend auf Party. Ja, Gelo. Vielleicht so oder so. Das könnte auch sein. Hunter PL. Mhm. PL. Polen wahrscheinlich, ne? Und der Wombat. Ne? Das ist ein Tier. Das Wombatchen. Jetzt fehlt nur noch einer hier in der Gruppe. Team 2. Und dann geht es auch schon los. Ich kann jetzt einfach mal ganz. Ich könnte auch ganz lustig sein, einfach aufs Spiel starten gehen. Aber nee, dann würden sie alle wieder rausgehen. Oh Mann, spielen wir gegen. Das ist nicht gerecht aufgeteilt. So, aber dadurch, ich hab das gesehen vorhin. Wenn nämlich der Gegner, also einer aus dem gegnerischen Team, aus unserem Team rausgeht, dann erhöht sich die Anzahl der Einheiten, die man bauen kann. Also daher ist es dann nämlich auch scheißegal. So, sozusagen. So, und ich hoffe, das startet hier jetzt mal etwas schneller. Sonst habe ich gleich meinen Bacardi Rest hier schon ausgetrunken, ne? Und denkt dran, Bacardi Rest erst ab 18 Jahre, ne? Ich will hier keine Schleife, aber ich will euch hier nicht zum Alkoholkonsum verführen. Das trinke ich auch nur aus Genuss, ne? Natürlich, ganz klar. Verstanden. Auch keinen anderen Effekt, ne? So, ja, Zeitlupe. Pup. Oh Mann, ey. Ja, dann beeil dich doch mal hier. Ja, schlechte Neuigkeiten. Was machen wir denn mal jetzt hier? Ich werde jetzt hier nochmal ein paar Marines hier mal setzen. Alter, ist aber auch am Laggen hier heute wieder mal. Jupp. Jupp, tuppi, jupp, tupp, tupp, jupp, tupp, tupp. Nee, ist nicht dein Geld. Keine Angst. Du musst hier keinen Marines erwerben. Ich bin der Boss. Ich bin der Chef und du nix. So. Dum-di-dum-di-dum. Auch da rennen sie schon, die kleinen Linge. Die hoppeln vor sich hin. Hopp, hopp. Wie ein Hase. Ah, da schlemmen sie sich den Narin weg. Oder? Nein, leider doch nicht. So, und jo, mein Marines wurden auch schon weggekloppt. Weggenascht. So, hier, der ist jetzt auch schwindelig genug gefahren. So. Ah, ja. Das wird doch nichts, ihr Marines. Ihr seid doch viel zu schwach dafür. Zack, und zertrennt. Warum hier? Wenn ich dieser Silot hier wäre, dann würde ich doch hier in die Karre einsteigen und erstmal ein paar Runden drehen. Ich würde einfach über die Karte heizen und einfach alle umfahren, ne? Mit so einem Bettmobil hier. So, und jetzt werde ich erstmal. Erstmal werde ich jetzt erstmal. Ich glaube, wieder mit zum Feuerbett starten. Machen wir einfach mal. Vierten Kampf bringt mir ja der schöne Feuerbett auch.
dazu. Warten wir jetzt aber noch ein bisschen. So. Ein bisschen noch. Jetzt bauen wir nämlich erst. Die brechen wir jetzt hier nochmal beide ab. Nein, synchronisiere nochmal. Ich will ja, dass der Firebase zuerst fertig wird. Oh, das ist, glaube ich, irgendwie nicht zu spät. Okay, jetzt wird er alleine fertig. Oh, das sieht nicht gut aus. Aber der Bett, der wird dir das gleich alles regeln. Für mich. Wo bleibt er denn? Wo ist er denn? Hallo, Bett? Sag mal, wie lange braucht er denn? Da kommt er jetzt erst. Mit der Blitzpiepe. Ach nee, der ist ja schon einer. Ah. Ja. Jetzt hat er den Sentry auch schon weggebraten. Oh. Das war aber gar nicht nett. Was macht der hier? Der macht hier Sentry auch. Banglings, Roaches und Zerklinge. Da kann man schon mit arbeiten, aber wenn man die Welt so scheiße loslaufen lässt, dann wird das doch nichts. Hier, so wird das gemacht. Genau so. Immer schön brutzeln lassen alles. Aber das zackt natürlich hier. Ach. Komm schon, knallt sie weg. Ah, schön, dann genau so ist es richtig. Ah, dann kann ich auch schon gleich den ersten Vampire bauen. Optimale Sache ist das. Ah. Oh, die sind ganz schön stark. Ach, jetzt hat er auch einfach noch ein Firebit gebaut. Immer diese Nachmacher, ne? Ne. So, und jetzt kann ich schon den ersten Vampire setzen. Vampire Diaries, ne? Kennt ja jeder, ne? so. Oh, das sieht gar nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Blub, blub. Beide weggeflamed. Oh. Hauer. Oh, schön. Der hat ja mal gezogen, der Sturm. Ordentlich in die Mitte reingesetzt. Juhu, Überstunden. Wie kann man sich darüber freuen, ne? Oh cool, ich darf länger arbeiten. Ich freue mich ja so. Aber dafür kriege ich trotzdem nicht mehr Geld. Haha, ganz egal. Oh, hier sieht es gar nicht gut aus. Die machen die Schabernack. Ich glaube, ach, da hat er schon was Nettes gebaut. Alles gut. So, werde ich hier erstmal ein bisschen mitarbeiten. Zack. Und wieder angreifen. Was sollte ich vielleicht auf meiner Seite auch mal machen? So. Zack. Und eine Cannon kurz gesetzt. Die reicht vollkommen aus. Gegen die paar Einheiten hier. Kannst schön Mineralien sammeln für mich. Sehr freundlich. Und die hat auch eine schöne Range auf jeden Fall. Kann man nicht anders sagen. Ah, das sieht gut aus. So, wollen wir mit dem kleinen Sammler hier auch nochmal, mit dem Workaholic, auch nochmal eine Runde Einheiten brutzeln gehen. Beziehungsweise anschweißen gehen. Ja. Pack die Flex aus, Workaholic. Zack, zack. Arbeitet schon ganz gut für sich. Ah. Der kneift die. Der kneift die tot. Mit seinem kleinen Greifarm. Au, nein, zu weit gefahren. So, da geht schon wieder voran. So läuft der Hase rund. So, und da kann ich mir gleich schon den Vampire wieder, kann ich den gleich schon ausbauen. Ah, er macht hier gut Kills. Ah, schade. Ach, da kommt ja schon der nächste wieder, der kleine Feuerfresser. Aufgetankt hat er auch schon ganz frisch. Das ist schön. Genau so muss das sein. Und da kann ich den Vampire schon upgraden.
Mann, 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 ey. Weiter, am besten setzt man die Ken hier hinten hin. Das ist sehr effektiv. Ja. Das ist immer gut, wenn die ganz weit hinten steht. Nein, natürlich nicht. Aber anscheinend denkt er das. Einen Ducken weiter nach vorne kann man so ruhig setzen, ne? So, zur Information. Ja, ich werde jetzt hier nochmal so ein Helion bauen und dann werde ich jetzt diesmal nicht auf Thors gehen. Das wäre ja öde, wenn ich immer wieder auf Thors gehen würde, ne? Also, total langweilig. Ich gehe jetzt einfach mal auf nur Dengels. Nein, natürlich geht das nicht, weil ich habe dann ja keine Einheiten, die man heilen könnte. Ich werde mal einfach mal ein paar... mache ich Benjis vielleicht an? Benjis wären cool, oder? Eine coole Sache, mal einfach nur Benji zu bauen. Dann habe ich natürlich nichts gegen Luft. Aber ich habe natürlich auch, wenn ich Tanks habe, nichts gegen Luft. Daher ist es egal. Ich könnte natürlich einfach mal Benjis und Vikings bauen. Only, natürlich. So, erstmal Medivac hier noch hingepflanzt. So, da haben wir den auch schon. Jetzt haben wir schon die Möglichkeit, kleine Benjis zu bauen. Oder ich mixe das Ganze mit noch ein paar Battlecruisern. Oh, könnte man auch mal machen. So, was passiert jetzt hier? Oh. Ja, er schnappt ihm jetzt die ganzen Kills weg. Erstmal ein bisschen reparieren hier. Na gut, dafür wird er natürlich jetzt auch wesentlich mehr attackt, ne? Das ist ja natürlich auch klar. Oh, haua, 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 ha. Junge, reparier doch mal, Wombat. Wombat. Bat. Reparieren. Und wie sieht's hier aus? Oh, gar nicht mal schlecht, ne? Ach, Mist, so ein Mist. Jetzt hat er ja schon so einen Battlecruiser hingesetzt. Da muss ich ja doch irgendwas gegen Luft machen, weil er anscheinend auf R geht. Hm. Ja gut, Vikings gehen natürlich, ne? Vikings sind nicht schlecht. Auf jeden Fall ganz gut gegen Battlecruiser. Aber erstmal mache ich jetzt das Upgrade. Gleich irgendwann. So, ich werde dich dann mal ein bisschen attackieren gehen. Kommen da rein sammeln. So, und dann kann ich auch schon das Upgrade durchführen. Ah, ich! Ich kämpfe gegen ich. Gegen mich? Nee, gegen ich. Ich kämpfe gegen ich. Cool. Oh, hier wird's wieder kritisch. Hier muss ich auch erstmal ein bisschen reparieren. Bombard hat es eingesehen, dass sie vielleicht auch da vorne gar nicht mehr schlecht ist. Ne? Sie kennen. Oh, hauer, hauer, ha. So, und jetzt werden wir erstmal wieder auf die Seite, auf meine Teamseite fahren. So, und was bauen wir jetzt hier? Wie hatte ich ja gesagt, Benjis will ich gerne bauen. Was bekomme ich denn da für ein Income? 6 und 3 nimmst du weg. Joa, das geht klar. So, 2 Benjis gesetzt. Oh, okay. Schade, dass man nicht so ein Tarnfeld dafür erforschen kann. Ich weiß nicht, kann man das? Oh, kann man das hier vielleicht drin so Upgrade in Tiers erforschen? Aber ich glaube nicht. Ich glaube eher nicht. Ich kann es ja einfach mal bauen. Kostet nur 100 Mineralien. Das gönne ich mir mal einfach hier, ne? Mal so nebenbei. Oh, das ist aber ganz schön viel hier. Oh, nein. Hallo, hallo. Oh. Okay, scheiße. Nur bei den Groß. Natürlich blöde. Schade. Ich brauche jetzt eigentlich mal hier noch ein paar. So, und jetzt hauen wir auch mal kurz. Hat er schon raufgehauen? Es geht jetzt aber gut ab. Help! Freunde der Sonne!
kurz die Lupe upgraden hier. Dann passt das. Ach, die haben schon Tarnfelder. Dann ist ja alles in Ordnung. Dann ist ja alles in Butter, ne? Viking kommt auch noch dazu. Herrlich. Herrliche Aktion. Kann ja nichts mehr passieren. Zack, und weggeklatscht. So, dann kann ich jetzt schön die Teilchen hier spawnen. Na, kein Problem. Zwar nichts gemacht, aber trotzdem kein Problem. Ach doch, klar, ich habe ja ihm hier geholfen. Ich habe ja repariert für ihn. Hallo? Wo ist... Ach, da hat er sich versteckt. Ihr war auch ein Schlawiner. So, und jetzt werde ich... Ich werde hier einfach jetzt nur mal Fat Benji spawnen. Benji, Benji, Benji. Ich spiele mein Banjo den ganzen Tag. Ganz egal, wer auch immer was dagegen sagt. Spiele so lange, bis ich selbst nicht mehr mag. Banjo spielen ist wunderschön, weil ich es mag. Wie viele Benjis halten, was glaubst du? So. Und die werden wir gleich mal synchronisieren noch dazu. Wunderschön ist das einfach. Eine Köstlichkeit. Es ist so extravagant und akkurat hier, was hier passiert. Ach, ich mag euch, Benjis. Ihr seid echt toll. Kurz mal reparieren hier noch. So, und hier nochmal Workerchen. Ne, ich werde jetzt erstmal noch ein paar... Hallo? Hallo, EX. Ah, da ist das X doch. Und nochmal ein X-chen. So passt das. Wunderschön. Und die werde ich gleich jetzt auch alle mal synchronisieren. So, da noch einen hinpflanzen. Oh, das gibt schon gut Income. Ah, ich muss den Bamper gleich erstmal upgraden noch. Die knallt schon gut drauf. Aber jetzt sollte ich erstmal für einen Bamper noch ein bisschen sammeln. 900 wollen sie hier direkt von mir haben. Das ist natürlich eine ganz schöne Summe hier, ne? 900 Kronen. Wenn es Slotty wären, würde ich ja, würde ich sagen, okay, 900 Slotty. Ist ja nichts wert, ne? Wäre in Ordnung. Aber 900 Mineralien, also das kann ich leider momentan nicht aufbringen. Da muss ich noch ein paar Sekündchen warten. Aber jetzt splashen die ja richtig hier, meine schönen Benjis. Die Vikings sind auch nicht so schlecht, ne? War doch eine gute Investition mit den Benjis. Ja, ja. So wird ein Schuh draus. Und Bamper kann ich jetzt auch direkt noch upgraden. Ach, ist das herrlich. Schön Tarnmodus die ganze Zeit. Die laufen hier einfach jetzt nichts rein. Die wissen gar nicht, wo sie hinschießen sollen. Was schießt auf uns hier, ne? Denken die. Die dumme Stalker. So, jetzt baut er noch einen zweiten. Ich habe über ganz toll lang. Zwei Kreuzer. Ganz tolle. Oh, die sind gar nicht mehr schlecht. Ist. Natürlich werde ich jetzt hier noch mehr von diesen kleinen, netten Vikings bauen. Und das Ganze natürlich gleich mal schön synchronisieren. Das muss auf jeden Fall sein. Das ist wichtig, dass es synchronisiert ist. Die Einheiten auch zusammen durchlaufen. So. Das werden wir jetzt hier bei den Benjis einmal machen. Alle. Und die werden wir jetzt auch einmal mal hier alle abbrechen. Damit die zusammen am Start sind. So, das nächste Vampire Upgrade kostet natürlich auch wieder ein paar Mark, ne? 1800 wollen sie hier direkt haben. Aber das läuft ja wie am Schnürchen. Im Gegensatz zu bei meinem Ellis läuft es nicht mehr so wie am Schnürchen. Ich werde jetzt hier schon mal einfach mal... Level 1 Upgrade für Schusswaffen, ja, machen wir mal. Panzerung auch. Und dann werde ich jetzt gleich mir mal... Können wir theoretisch schon mal so ein Türchen holen jetzt. Natürlich verdammt teuer.
Bevor ich das mache, soll ich vielleicht lieber nochmal einen Vampire upgraden. Ja, ich glaube, das sollte ich lieber tun. Oh, die werden ja auch gleich arge Probleme bekommen. Die mit einem echt sehr guten Mix hier, mit den Tors dahinter. Oh, das wird immer mehr. Wird immer mehr. So, ich werde jetzt hier nochmal zwei von diesen Dengels hinsetzen. Ach, machen wir vier draus. Zup, zup, zup. Und schnell weggehittet hier. Ich glaube, ich sollte hier vielleicht noch eine Cannon setzen. Zap, lassen wir mal die dahin einfach. Und upgraden die auch direkt zur Chalupa Cannon. Weil das hier gleich ganz schön heiß hergehen wird. Schreib schon mal allen hier. Ach so, die haben mich schon genügt. Warum sagen mir das nicht früher hier mal? Mann, 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 Mann. Einmal synchronisieren hier noch. Hier wollen wir jetzt auch erstmal noch ein paar von den kleinen Benjis hinsetzen. Ein paar können wir ja noch bauen, ne? So. Ob das was wird. Und was haben wir jetzt hier noch? Was brauchen wir hier? Oh, ich weiß, was wir brauchen. Dicke Einheiten brauchen wir nämlich. So, jetzt werden wir hier erstmal noch ein paar von diesen netten Vikings hinsetzen. Und ich werde mal gucken, ob ich hier vielleicht mal so einen Ghost noch bauen kann. Ah, zwei Ghosts werde ich hier noch hinpflanzen. Und dann ist die Hütte auch schon voll. Jetzt hier auch einmal nochmal abbrechen. So, und die auch. Na? Zap. So, nochmal neu starten. Einzeltarnfeld erforschen und was haben wir denn da noch Schönes, was ich so upgraden könnte? Hey, wo ist denn jetzt mein... Da, ganz versteckt. Versteckt hat er sich. Aha. Genau, jetzt werde ich erstmal die Upgrades machen. Nochmal zwei dazu. Ein paar mehr. Ich brauche diesen Vampire, muss ich unbedingt upgraden. Und wir müssen hier wahrscheinlich auch gleich nuken. Nö, eigentlich nicht. Hast du deine Zunge verschluckt? Kerrigan? Nein, immer noch nicht. So, sieht das schon besser aus. Jo. Das sieht doch schon mal schön aus, ne? Oh, die Stürme klatschen natürlich wieder gut rein. Was machen diese blöden Arsche? Zeigen sie doch endlich. Mein Computer bremst das Spiel. Das glaube ich aber nicht. Das ist doch hier pure Propaganda, die hier betrieben wird. Ne, 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 ne. Mein PC leckt. Jetzt wird es aber kriminell. Holla, die Waldfee. Boah, ist das schön, ey. Schön, die getarnt sind. Okay. Jetzt sollte ich noch mehr Upgrades machen. Up, 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 Upgrades. Nein. Nein, natürlich nicht. Jetzt nochmal. Jetzt lege ich sie einfach mir auf den Hotkey hier. Jetzt reicht's mir nämlich. Und nochmal ein Upgrade. Die brauche ich mich jetzt auf jeden Fall auch. Schön Upgrades. Haben die hier schon Upgrades? Ja, die haben auch schon gut Upgrades. So, noch mal eins. Er hat noch kein Upgrade, das ist schön. Das freut mich, ja. Ich sollte gleich vielleicht auch mal so ein Türchen noch bauen.
Aber der läuft da hinten natürlich dann scheiße raus, wenn er da überhaupt rausläuft. Wahrscheinlich nicht. Mann, 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 da pulvert der mich hier zu, ne? Eine Frechheit ist das. Ob er da hinten überhaupt rauskommt jetzt? Natürlich nicht, ey. Oh, oh Mann, ey. Er muss hier was kaputt machen. Unbedingt. Alter Junge, ey. Ah, komm. Echt frech ist das. Baut er mich einfach zu. Oh. Ne, 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 ne. Jetzt mache ich erstmal Upgrades. Hat er selbst Schuld. Brauche ja keinen Odin. Ist auch egal. Upgrade durchgeführt. So. Upgrade durchgeführt. Oh, noch ein Upgrade. Upgrade durchgeführt. Alles, was geht hier. Upgrade durchgeführt. Okay, jetzt brauche ich doch erstmal einen Odin. Einer geht. So. Odin. Ist ja das dicke Tier, ne? Nach Hause gefolgt, aha, schön für dich. Ah. Ja, ich muss so gucken, wo ich nuke. Ich glaube, da werden sie gleich stehen ungefähr. Circa. Jo, sieht gut aus. Oh, den dicken Ballermann raus, mein Freund. Ja, so wird's gemacht. Das war doch herrlich. Eine herrliche Sache. Odin. Ja, komm schon. So. Hier ein bisschen reparieren. Mal Odin, jetzt komm doch mal nach vorne. Helf doch mal mit. Bist so faul. Steht da hinten einfach rum und... Oh, oh. Oh, machen wir mal nichts, ne? Echt frech. Und mal kurz zwei aufbauen. Zwei Cannons. Double Chalupa. Ausbauen. Na. So, jetzt geht's hier auch wieder voran. Ach Mann. Wir müssen hier mal nuken. Ach Mann, Jungs, ey. Sagt doch Bescheid, ihr Blödmänner. Dass er Hilfe braucht. Ich hab doch hier noch einen Nuke über. So. Alles gut wieder. Echt. Immer wird hier nichts gesagt, ne? Unglaublich. Naja, das ist aber GG. Keine Chance. Einfach keine Chance. Wenn man auch schon seinen Nuke direkt am Anfang wieder raushaut, ne? Ist das kein Wunder. Wer zuerst nuked, hat auch schon verloren. Ist leider so, wie es ist, ne? Ist scheiße, ne? Hab da eingesehen, würde ich sagen. Das läuft ja eigentlich so weit gar nicht mehr schlecht bei mir, aber... Was bringt es? Ich bin selber nicht mehr nuked. Ich musste ja hier oben nuken. Ja, das ist GG. Da kann man rausgehen jetzt. Ah, ärgerlich, ärgerlich. Verdammt, 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 ärgerlich. Aber egal, es hat trotzdem Fun gebracht. Die Leistung wie immer top, ne? Und hier auch auf Platz 3 mit 423.206 Punkten. Ja, ich konnte auf jeden Fall mithalten, ne?
Ja, aber es hat leider nichts gebracht. Man muss ja auch zusammen an einem Strang ziehen und auch beim Reparieren helfen und sonstiges. Aber wenn das nicht gegeben ist, dann hat man einfach keine Chance zu gewinnen. Habt ihr ja gesehen hier gerade, ne? Ja, ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Bis zum nächsten Mal. Konnichiwa. See you.